Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler. So, mal hier auch ein paar neue Häuser hinbauen. Feind in Sicht. Eindeutig zu wenig Träger haben. Feind in Sicht. Los, los, na los! So, wollen wir schauen. Unsere Armee wird angegriffen. Greifen wir hier das nächste Dorf an. Unsere Armee wird angegriffen. Das ist diesmal ein Bogenschütze. Oder? Nee. Oder doch? Ach, schau mal, der hat sogar einen anderen Skin. Cool. Der hat sogar Oh, leck, der hat ganz schön was im Kasten. Ich fühle mich nicht so gut. Ich muss mich ausruhen. Da hilft nichts, irgendjemand muss jetzt erstmal hier. Ich fühle mich nicht so gut. Bauen auch. Bereit zum Dienst. Da hier unten ist nichts mehr. Ich muss mich ausruhen. Dann ist das hier. Unsere Häuser werden belagert. Letzte. Zumpfcamp. Der hier freut sich bestimmt. So, dann wollen wir hier mal eine Fuhre hinschicken an Leuten. Feind in Sicht. Schauen wir, ob die reichen für die, aber eigentlich ist da kein Boss dabei. Also sollte es funktionieren. Wollen die Nahkämpfer nichts machen. Mir tut alles weh. Dann dürft ihr auch hier drüben helfen. Und eigentlich haben wir die... Mir tut alles weh. Achso, ne. Geht auch von selber. Besonderer Ort. Wenn ich es noch hinklicken könnte. Dieser Ort ist perfekt, um uns zu orientieren. Ich muss genug Positionen von Gebieten und Inseln am Horizont sammeln und sie mit den aktuellen Sternkonstellationen abgleichen. Dann kann ich endlich einen Kurs berechnen und unser Ziel auf der Karte bestimmen. Rekrutierung abgeschlossen. Mhm. Sollen wir mit dem Rat sprechen? Nochmal auf Lott. Es gibt ein Problem. Eine große Schar Banditen ist gelandet. Haben wir sie denn nicht besiegt? Ayala sagte, die Banden hätten sich aufgelöst. Wohl doch nicht. Wenn die Berichte stimmen, die ich erhalten habe. Ich denke, sie haben sich nur für einen Großangriff neu formiert. Gegen eine solche Invasion sind wir doch machtlos. Und das Schiff ist noch nicht zurück. Wir sitzen hier fest.
Und was jetzt? Was sollen wir tun? Keine Panik. Wir müssen so viel Zeit wie möglich gewinnen. Vielleicht trifft das Schiff noch rechtzeitig ein. Machen wir die Verteidiger bereit. Uns steht ein langer Kampf bevor. Oh, das klingt nicht so easy. Das klingt nach was, was ich nicht kann. Scheiße. Das klingt nach Überlebe so lange. So, erstmal sollen wir die Wachposten fertigstellen. Solange Frieden herrscht, bin ich glücklich. So, aber vorher wollen wir erstmal hier wieder alles in den Griff bekommen. So, dafür sollst du wieder arbeiten. Aber dir fehlen halt Träger. Mein Ja. Ja, kommt noch ein Einzelner. Ich kann so gut wie alles bauen. Und ihr dürft das hier holen. Weil die anderen werden jetzt auch langsam fertig. Feind in Sicht. Warte auf Befehl. Ich glaube, ich gehe zum Strand. Ist ja da einfach vorbei. Ich glaube, es hackt. Natürlich. Ich fühle mich nicht so gut. Der baut halt absolut niemand. Ja, wir brauchen dringend mehr Leute. Hey, Vorsicht mit der Sichel. Bringt hier mal ein Boot hin. Dem Volk zu dienen. Diese Waren sind schwer. Gut, wollen wir nochmal ein Waffenlager bauen? Haben wir Nähkämpfer. Auch nicht schlecht. Nahkämpfer natürlich. So, ihr seid hiermit auch fertig. Also, ich weiß nicht, mit Holz bin ich hin und her gerissen. Er wird jetzt abgerissen. Und du auch, weil hier steht einfach falsch. Das ist gar nicht schwer. Ausbildung abgeschlossen. Lass mich durch. Hey. Wir rekrutieren mal kurz nicht weiter. Weil. Entschuldigung. Wenn jetzt ein Fehler sein, ich speichere da auch schnell. In Sicherheit 19 Minuten. Das werden wir nicht mehr brauchen, weil wir haben es jetzt doch schon eine Zeit lang geschafft. Aber einfach, weil wir
die Träger brauchen. Alle beschäftigt irgendwo. Keine Banditen in Sicht. Ein guter Tag. Passiert überall gar nichts, ne? Da, die sind auch fertig hier. Bereit. Unsere Häuser werden belagert. Da, ihr dürft dahinter Stellung nehmen. Das sollte Rekrutierung eigentlich erst abgeschlossen. Reichen. Nimmt halt auch absolut keiner das letzte Fleisch gerade hin. Es hängt sich gerade alles bisschen an der Warenkette auf, was echt nervig ist. Gibt's Befehle? Ich rücke aus. So, ich werde mal überall die. Es muss schneller gehen. Beenden. Damit die Leute mal was Besseres zu tun haben. Unsere Häuser werden belagert. Ah, das scheint jetzt hier mal ganz gut zu laufen. Und vor allem Esel. Der Wagen war fast wie immer nirgends. Naja, so, passt schon. Wir entlassen mal so ein paar Leute, weil Holz geht echt flott jetzt. Also auch hier brauchen wir nicht drei. Machen wir so. Ah, du kannst nichts erreichen. Dann brauche ich dich nicht mehr. Machen wir es mal ein bisschen rigoroser hier. Rekrutierung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ich liebe diese Lieferung. Machen wir mal das hier, damit sie schneller ankommen. Wobei es auch nicht bräuchte. Und den Turm und halt ein. Achso, repariert den Turm. Ich habe das immer so verstanden, dass das auch außenrum die Sachen reparieren wird. Zwei beschäftigt, ansonsten glaube ich, haben die alles geholt. Nicht, dass wir das auch noch irgendwo liegen lassen, das wäre doof. Ich liebe diese Lieferung. Das ist gar nicht.
dann immer flott hier die Häuser fertig bauen. War doch echt nervig, dass hier immer noch keine Steinstraße ist. So, alle Wohnhäuser sind voll. Insofern ist die Forschung eh schon wieder sinnlos hier. Das Eintreffen ist eigentlich gar nicht mehr das Problem. Da, jetzt passiert hier oben mal was. Das heißt, Stein wird endlich schneller hergestellt. Hier die nächste Steinmine steht. Gott sei Dank. Eines Tages werde ich meine Familie wiedersehen. Na, wieso ist deine Familie nicht dabei? Was zur Hölle? Man erwischt sie leichter, indem man sie überrascht. Da gibt es wieder Tipps fürs Leben. Man erwischt sie leichter, wenn man sie überrascht. Hilfe für alles. Jäger, Mörder. Forschung abgeschlossen. Ah, schon wieder weniger Hammer. Was machen die denn hier? Vorsicht! Sei vorsichtig! Wir können einfach noch mehr Häuser bauen. Also die Obergrenze finde ich leider ziemlich doof. Weil, wie gesagt, wieso soll ich nicht viel mehr als 500 Leute haben? Weil das Spiel dann zu einfach. Das Spiel besteht daraus, zu bauen und mehr zu haben. Also, dich. Forschung abgeschlossen. Unsere Häuser werden belagert. Da die Angriffe kommen mir fast ein bisschen leichter vor mittlerweile. Da sollen sie da auch mal ein paar gescheite Wege bauen. Der Wagen war jetzt so fertig, ja. Weil wir haben zwei Esel. Der ist zu dick. Sind die Häuser jetzt alle oder was? Lasst mich durch. Wir haben mal diese blöden Hämmer endlich fertig. Keine Banditen in Sicht. Ein guter Tag. Ja, die Bogenschützen sind da eh fleißig. Im Moment kommen sie nicht durch, das finde ich schon mal sehr beruhigend. Gibt's Befehle? Ja, dann Befehle stelle ich da hin. Ich glaube, dass hier ein Stein egal wäre. Weil er auch nicht wirklich viel mehr macht.
So, jetzt beruhigt sich langsam alles wieder und wir kriegen wieder so ein paar. Wieder ein paar mehr Träger. Wenn hier Steinstraße wäre, dann bräuchten wir hier schon sehr viel weniger. Forschung abgeschlossen. Na, schaut an. Mehr Lebensraum pro Haus. Dann sollten wir auch keine Häuser mehr bauen müssen. Wohnhäuser sind voll, ist okay. Die dürfen voll sein. Rekrutierung abgeschlossen. Brauche mehr Steine. Forschung abgeschlossen. So, schon sind die 500 voll. Stimmen Bollwerke mehr Angriffsschaden, klingt auch gut. So, 4 Eselswägen haben wir jetzt. Ich sollte mal zum... So, jetzt haben wir aber auch drum viele Waffen. Forschung abgeschlossen. Abgeschlossen, okay. So, das in der Bewegung auch heilen ist nämlich echt gut. Weit gebracht. Ich bin bereit. So, hier wollen wir jetzt mal. Ah, Entschuldigung. Ein paar hier runterschicken. Diese Waren sind. Weil hier oben muss ich jetzt dann auch irgendwie viel verteidigen, was ich so gehört habe. Ich fühle mich wie zu Hause. Ich sollte mal zum Ausbilden. Da, sehr schön. Hier haben wir jetzt schon eine Steinstraße hoch. Das ist schon mal top. Braucht ihr Schutz? Wir sind bereit. Als nächstes bräuchten wir es eigentlich hier hoch. Stein. Habt ihr den Gildemeister gesehen? Ne, den Gildemeister habe ich nicht gesehen. Forschung abgeschlossen. Ich erinnere mich daran, dass wir auch so eine Münzbrägerei bräuchten. Das ist zwar schön und gut. Bevölkerungslimit erreicht. Das Bevölkerungsgrenze erreicht. Gut. Feind in Sicht. Ja, das sollte aber kein Problem für uns darstellen. Ich glaube, ich gehe zum Strand. 10 Steine brauchen wir hierfür. So eine Münzbrägerei. Bereit für den Kampf. Kling, kling, klong. Jo, so langsam wird es was. Ich meine, es ist zwar irgendwie cool hier, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, überbaut zu haben, was ein bisschen schade ist, weil ich eigentlich noch gar nicht so viel gebaut habe. Ich habe gehofft, dass hier eben, wie gesagt, das Limit nicht gäbe. Wenn es jetzt nicht gäbe, könnte ich halt so viel machen, wie ich will. Diese
diese Waren sind schwer. Wie gesagt, das hier sind ja alles Bevölkerung. Das heißt 166 weniger, einfach nur weil ich eine Armee habe. Und das finde ich schade. Da sind die da mal Münzen drängen. Bereit. So, wollen wir uns mal hochstellen. 10 Steine hier. Das Forschung überall Steine. Klar. Weil es das Einzige ist, was uns fehlt. Sagen wir mal die ganzen Waffen für die ganzen Forschungen hernehmen. Unsere Armee wird angegriffen. Stehe bereit. Forschung abgeschlossen. Bereit zum Dienst. Die Pflicht ruft. Rekrutierung abgeschlossen. So, sollen die sich da ganz nah hinstellen, dass da auch so keiner vorbeikommt? Was wollt ihr? Wäre gut. Mein leichtester Auftrag heute. Da, fast genug Stand. Dann kann der Rest der Steine kann sonst wo reingefeuert werden. So, jetzt. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. So, Penta, ihr dürft da. Gut. Aber. Oh, ja, ein bisschen machen wir jetzt noch. Ich kann jede. Gleich fangen wir den nächsten Part an. Diese also, ein paar Sachen haben wir jetzt halt unglaublich viel, die wir gar nicht brauchen. Wir haben eigentlich alles ziemlich viel. Durch die Bank. Ich meine, die Münzbrägerei, das bringt schon noch mal was. Würde ich eigentlich auch ganz gerne noch eine zweite bauen, aber lässt es gerade nicht zu. Und gerade auch wir gar keine Steine reinkommen. Entschuldigung? Solange Frieden herrscht, bin ich glücklich. Das kann ich, was haben wir denn noch? Ah ja, genau, weil hier hinten kommen auch immer welche. Aber deswegen so müssen sehr. Die schon nach innen stehen. Um die gut abzufangen. Und sonst bringen die da und unsere Ingenieure um. Da habe ich natürlich auch gar keinen Bock drauf. Auch wieder kein Mensch, wie viel die tragen können, ne? Schauen wir uns noch schnell an. Der wird es ja nicht mit einmal lang fertig machen, schätze ich. Das wäre zu schön. Ich hoffe, das Kämpfen ist bald vorbei. Er kann nur einzelne Steine da halten. Gibt es etwas zu tun? Deswegen wundere ich mich, warum er vorhin nicht alle drei genommen hat. Gleich. Ja, egal. Aber das war es auf jeden Fall mit dem Part. Und bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.